sind wir bei ca. 65 Euro, aber ich spreche hier von den Preisen ohne Stunden. Ah. Okay. Und exklusive Erwerbsteuer. Kriegen wir das Ganze hin unter. Moment, 65. 65 und 15 haben sie gesagt, ja? Sind es 70, sind ja. 80. Kriegen wir das brutto auf 100.000? Brutto wird schwierig, nett könnte ich mir vorstellen. Wo wären wir denn dann brutto? Brutto bei 110, 10% Steuer. 110. Also 107.372 habe ich gerade. Wie viel haben Sie gerade? 107.000. 107.372. Und ich kriege erst wieder Geld rein, wenn das Lohnunternehmen vom Landhandel die Ernte reingeholt hat. Okay, wo wollen Sie denn die Sachen überhaupt hinhaben? Hier auf den Hof zum einen. Ich sehe nichts, ist so dunkel. Das Silo hätte ich gern hier, glaube ich. Okay. Mit Durchfahrt. Also die Durchfahrt sollte hier zwischen Wand und Silo sein. Also hier soll okay. Der Bunker unten drunter sein. Ihr Handy klingelt. Hallo? Volker? Ja? Ich wollte mal nachfragen, du hast ja jetzt Schafe oder bald, ne? Kommt drauf an. Ihr Mitarbeiter will zu viel Geld für die ganzen Sachen. Also ich habe gefragt, ob es für 100.000 klappt. Und da sagt er, nee, kostet 110. Was denn? Also und so ein billig Silo, sagt er mir, hat er selber gesagt, so ein billiges Silo hätte er für 15.000 und die Schafweide, also. Die Schafweide für 65. Und da sagt er, brutto wären wir bei 110.000. Das Silo ist doch geil. Ja, natürlich ist es okay. Aber ich habe gefragt, ob es für 100.000 klappt, weil ich bin ein bisschen klamm, ich habe nur 107. Da sagt er, nee, 110. Knoll? Der ist nicht da. Ich bin weggegangen. Der muss ja nicht alles hören. Ah, okay. Ja, warte, dann funke ich den mal gerade an. Okay, mach das. Gut, bis dann. Tschüss. Jo. Knoll? Knoll? Ist wer im Funk? Ja, Knoll. Ah, hallo, ja. Was wolltest du denn, wie viel den Volker da anbieten? Was ja, und wie wir viel? Hätten hier, der wollte so eine Schafsweide. Kleine, kostet ne? Ja schon mit, genau, kostet ja schon Material 65.000. Und das eine günstige Kilo von Lizard um 15.000. Jetzt sagt er günstig, vorhin hat er noch billig gesagt. Das Problem ist, mit den Arbeitsstunden und sowas sind wir sicher bei 100.000 und wenn die Steuer dann auch noch dazu kommt, dann sind wir bei 100.000. Ich meine, ich habe noch kein Angebot erstellt, aber ich rechne jetzt einmal einfach so. Angebot kommt natürlich auch noch. Nee. Rechne mal. Nee, warte. Das sind 86,8. Angebot. Davon 3-4 an die Stadt als Steuer. Passt, hab grad ausgerechnet. Passt dann, Knoll. Was? Wie willst du haben? 65 plus 15 sind 80. 86,8. Ich glaube, ich mache da ein bisschen Krieg bei denen. Wie viel Prozent schlagst du denn bitte auf? 20. 10 an die Stadt. Ja, du redest gerade vom Brutto, oder? Ja, ja. Ja, ja. Wie viel das komplett kostet? Komplettes Angebot. 86,8. Also, die hören mich jetzt mach nicht. Mach mal ein Angebot von mir, schick dir das, wenn es okay ist, dann können wir
das machen, aber sonst. Die kriegen sie jetzt voll in die Rolle, weil. Komm mal gerade mit runter. Also 20% von. Hoch. Von 20% von 80.000 wären. Warte, ich gebe es mal gerade selber ein, aber der verrechnet sich gerade wirklich. 80.000 mal 1,2. Dann wäre er bei 96.000. Und der Racex sagt aber die ganze Zeit 86.000. Also der verrechnet sich gerade. Oder er verplappert sich einfach. Kann natürlich auch sein. Die kriegen sich in die Haare wegen mir. Ich habe den Knoll voll angekackt. Ey. Ich glaube, der ist nicht mehr gut auf mich zu sprechen. Ein bisschen Licht bräuchte ich hier theoretisch auch, aber... Nee, ich stelle mal das Equipment auf die Seite. Das Gewicht müsste ich auch umlackieren. Und dann. Ich glaube, er ist fertig. Hallo? Das gerade nochmal. Ja. Okay. Also hier wollen Sie das Silo hinhaben? Jawohl. Und den Schweinestall? Schafstall. Herr Knoll? Ja. Sie klingen etwas gereizt. Nein, bin ich nicht. Sagen Sie mir einfach, wo der Schafstall hin soll. Ist er wohl doch. Wenn es geht, irgendwie hierhin. Hier hinten. Okay. Ja. Ich glaube, dass hier genug Platz ist zum Durchfahren. Aber ich glaube, dass sich das ausgeht. Hier. Also haben Sie hier irgendwann mal geplant, Hallen oder? Ja, wenn, dann müsste da noch eine Halle hin, wenn ich mal Geld habe. Ja, dann schaue ich gleich, dass das so ausgeht, dass hier noch ein paar Hallen hin platziert werden und dass sie hier schön durchfahren können. Ja, das wäre nett. Okay. Frauen sind. Passt schon. Okay. Problem, gut. Beim Schafstall denke ich mir gar nichts. Da müssen wir nur mit Erde aufschütten und das wegkratzen. Ja. Das Problem ist beim Silo. Das Silo wird schwer, wenn sie was einfüllen. Mhm. Bei diesem Boden hier ist noch nie wirklich was gemacht worden. Das heißt, wir müssten das kleine Stück hier noch verdichten. Okay. Ich mache jetzt mal ein Angebot und schick's Ihnen, wenn es erst passt. Wenn es nicht passt, dann müssen wir nochmal reden. Okay, gut. Passt. Danke. Tschüss. Dann wünsche ich Ihnen gute Nacht. Ebenso, gute Nacht. Dann gehe ich mal ratzen hier. 21 Uhr haben wir bis 7. Ich glaube, der war ganz leicht angepisst von mir. Der Herr Knoll, der liebe Herr Knoll. Ja, kann ich verstehen, aber wahrscheinlich, weil der Jürgen irgendwas falsch gerechnet hat und er das eben... wusste, dass er was falsch gemacht hat, aber der Jürgen das nicht einsehen wollte. So, aber
wenn wir hier wenn wir hier mal fertig sind, dann wird es, glaube ich, ganz schick. Hier das Silo, dann haben wir da hinten den Schafstall. Passt da noch eine Halle hin? Hier passt sogar vielleicht dann irgendwann noch eine Scheune hin, wo wir Stroh einlagern können oder so. Und dann, oder Heu, oder Gras. Gras reicht ja eigentlich. Und dann ist es schon ganz fein. So. So, 21 bis 3 sind 10 Stunden. So Leute, denkt bitte dran, wir nehmen dies oder ich nehme diese Woche nonstop auf, das heißt 2 Stunden am Stück, und schneide im Nachhinein die Folgen in Länge. Deshalb gibt es keine An- oder Abmoderation zwischen den Folgen diese Woche. Erst am Sonntagabend ist die letzte Folge, da gibt es dann die Abmoderation ganz normal. Bis dahin. Kriegt irgendwie. Ich hasse es. Es hat lediglich Leute, die aufnehmen, haben das Recht, das Schlafengehen abzulehnen, wenn es ihnen nicht passt. Und nicht einen herein hat. Ja. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt gleich 25, eine Stunde 25 um. Das heißt, 30 Minuten. Das heißt, 2 Folgen kommen jetzt noch. Ja, Samstag, Sonntag. Bleibt dran, schaut weiter. Täglich 16 Uhr eine Folge Real Farming LS19 meets Reality. Alter, warum nehmen die nicht an? Wer bewegt sich denn noch hier? Das LU. Warum sind die so doof gerade? Geht mir so gegen den Strich. Ich mache mal hier eine kurze Pause, bis das durch ist.